Auch der Maschinenring rüstet sich bereits für den nahenden Winter. 2000 Tonnen Streusplitt und 1200 Tonnen Salz sind für die kalte Jahreszeit bereits eingelagert. Mit 500 Dienstleistern, meist Landwirten, ist der Maschinenring der Marktführer im Bereich Winterdienst. Am Gut Römerhof in Altenmarkt starten Sepp Dürrager und sein Sohn Johannes unter der prachtvollen Herbstsonne in den Winterdienst. Die Familie Dürrager räumt und streut seit 2003 als Dienstleister des Maschinenrings Parkplätze und Gemeindestraßen. Insgesamt ist das eine Fläche von 1,7 Hektar oder 2,5 Fußballfelder. Wenn es viel schneit, dann dauert eine Runde, ich schätze mal so 8 Stunden ungefähr, bist du unterwegs. Und wenn es durchschnittlich zweimal, dann musst du durchfahren, von der zweiten weiter, eben wie gesagt der Papa oder mein Bruder oder ich. Je nachdem, was er passt. Und das Splitstreuen ist in dem Fall eigentlich schneller erledigt. Das dauert 2-3 Stunden. Durch den Winterdienst sind die landwirtschaftlichen Fahrzeuge auch in der kalten Jahreszeit im Einsatz. Also wir fahren am Morgen in der Früh zu zweit. Von 4 in der Früh bis um 8 Uhr haben wir mit zwei Maschinen und dann von 8 Uhr weg im Laufe des Tages und fahrt dann der Traktor mit einem Fahrer weiter. Der Maschinenring ist im Bereich Winterdienst Marktführer in Salzburg. Im ganzen Bundesland betreut der Maschinenring 1600 Objekte für 1000 Kunden. Darunter große Handelsketten, Bildungseinrichtungen, Gemeinden und Privatkunden. Neben der Straßenräumung und Splitstreuung zählt auch das Dachabschöpfen zum Aufgabenbereich. Bei den Winterdienstkunden, mit denen wir vertraglich in Verbindung sind, übernehmen wir die Haftung. Das heißt, wenn da ein Dritter ausrutscht auf dem Platz oder auch der Kunde selber, dann übernimmt der Maschinenring dafür die Haftung. Ansässige Landwirte als regionale Dienstleister des Maschinenrings kennen ihre Heimat und das Wetter. Ein großer Vorteil für alle Autofahrer, Radfahrerinnen und alle, die zu Fuß unterwegs sind. Rund 500 Landwirte und genauso viele Maschinen verstreuen im Auftrag des Maschinenrings an die 2000 Tonnen Streusplitt und 1200 Tonnen Salz. Die Lager sind bereits gut gefüllt. Wir haben 700 bis 800 Tonnen Streusalz schon eingelagert und der Streusplitt wird eh salzburgweit bezogen. Da haben wir gute Partner, die das schon in ihre Lager gefüllt haben. Für die Familie Dürrager dauert der reguläre Winterdienst von 1. November bis 31. März. In dieser Zeit sind Sepp Dürrager und seine Söhne an die 300 Stunden für den Maschinenring im Einsatz. Das meiste, was einmal in der Früh war, beim Aufstehen, sind 6 cm. Und dann machst du schon ordentlich Hammer, dass das weggeht. In wenigen Wochen beginnt die Zeit, wo Sepp und Johannes Dürrager den Wetterdienst noch genauer beobachten als sonst. Denn sobald es schneit, sind sie als erstes mit ihrem Traktor unterwegs, damit Straßen, Parkplätze und Gehsteige sicher begeh- und befahrbar sind.